Hallo zusammen, morgen beginnt die Allrad-Abenteuer in Bad Kissingen. Das ist die größte Offroad-Messe Europas oder sogar weltweit und ich habe die Ausfahrt verpasst. Bei der Anfahrt zur Messe habe ich einfach die Auffahrt verpasst. Nee, ich habe mich nicht angemeldet, ich habe mich abgemeldet. Ich bin nicht dabei bei der Messe, stelle zum Beispiel auch diese Box hier, das ist eine Kompressorkühlbox, nicht aus. Ich habe auch keinen gefrorenen Wodka an der Messe, weil einfach die Messekosten sind so dermaßen hoch geworden, dass ich gesagt habe, nein. Jetzt habe ich gestern auch mitgekriegt, wenn ihr aufs Camp Arena geht, da kostet die Nacht mittlerweile 45 Euro, kann ich nicht bestätigen, aber für ein Stück Wiese, da habt ihr Infrastruktur und so weiter, 45 Euro ist schon heftig. Und dann habe ich mir was reingezogen. Ich bin hier auf wetter.com und dann das Wetter 7-Tage-Prognose. Also ich sehe es hier, hier am Donnerstag hat es vielleicht ein bisschen Sonne, der Rest ist relativ dunkel. Und wenn ich dann hier runterfahre auf die Statistik, ja, heute noch Mittwoch, Donnerstag Regen, Freitag Regen, Samstag Regen und Sonne, ist richtig Allradabenteuer. Ja, somit bin ich nicht dabei an der Messe, weil es gibt schöneres Wetter und ich muss nicht dabei sein. Also von dem her, Kühlboxen stelle ich auch nicht aus, der Markt ist sowieso zusammengebrochen. Kühlschränke habe ich hier, Doppeldeckel-Kühlschränke hier habe ich auch hier. Und ich bleibe jetzt zu Hause, mache mir ein schönes Wetter. Bei uns regnet es auch, spielt gar keine Rolle. Aber bei mir zu Hause ist trocken. Und somit habe ich hier noch ein Video verlinkt von der letzten Messe. Zieht es euch rein, geht nur ganz kurz. Und die, die dahin gehen, viel Geld mitnehmen und eine schöne Messe, vielleicht Gummistiefel wären auch angesagt. Und eine schöne verregnete Messe.